schneidet man schön durch, damit wir auch alle hier schöne Bilder haben und vor allen Dingen müssen wir alle schön gleichzeitig schneiden, sonst haben wir nämlich irgendwo, siehst du, so geht das doch, hervorragend. Ist das ein ganz besonderer Tag für dich jetzt hier zu sehen, dass das, was du lange da oben drin gehabt hast, jetzt auf einmal wahr geworden ist? Wenn man Rallycross weiter betreibt, so wie wir das vorhaben, und zwar noch mehr als bisher weiterentwickeln wollen, brauchen wir in Deutschland eine weitere Rennstrecke. Das ist definitiv der Fall gewesen. Interessant ist jetzt, dass Rallycross in Berlin-Brandenburg angekommen ist, in einem der östlichen Bundesländer. Und da freue ich mich ganz besonders drüber, denn das ist das Ziel, Rennstrecken nicht auch noch zu bündeln, sondern eben die deutsche Meisterschaft dazu zu machen, wie der Begriff es sagt, deutsche Meisterschaft in Deutschland. Jetzt haben wir 4 Rennstrecken in Deutschland, worüber ich mich sehr freue. Und damit ist die Zukunft für Rallycross sicherlich in Ordnung und gesichert. Die erste Runde war ja ein bisschen unglücklich, aber die zweite war dafür ganz souverän. Wie ist denn die Rennanalyse der ersten beiden Durchläufer? Naja, im ersten Lauf habe ich einen Fehler gemacht, einen habe einen Reifenstapel touchiert. Dabei ist mir dann vorne rechts das Rad kaputt gegangen, da musste ich aufgeben und ja, jetzt musste ich halt einen zweiten Lauf aufholen und es ist auch relativ gut gelungen. Von der Strecke. Ja, die Strecke ist eigentlich nicht schlecht. Die Schotterpassagen, da muss halt noch dran gearbeitet werden, weil sich unwahrscheinlich tiefe Löcher rausfahren. Bis zum Oktober soll es behoben werden. Aber ansonsten ist es eine tolle Veranstaltung. Man merkt, es ist das erste Mal jetzt hier und die gibt es sich richtig, richtig Mühe. Also ich denke, das wird was. Als Streckensprecher der Serie kennst du ja wirklich alle Strecken in- und auswendig. Was ist denn von der neuen Strecke in Großdöllen zu halten? Die Strecke in Großdöllen ist insofern sehr spannend, dass es eine sehr hügelige Strecke ist. Es ist eine sehr flüssige und schnelle Strecke. Die Fahrer haben sich sehr schnell darauf eingeschossen. Die Strecke an sich durch die ganze Infrastruktur mit den Hallen, mit dem asphaltierten Fahrerlager und so weiter und so fort, ist wirklich großartig für die Fahrer, die sonst eher doch einfachere Fahrerlager gewöhnt sind.
kannst dir vorstellen, dass Großdöllen eine gute Zukunft haben wird. Großdöllen wird auf jeden Fall eine gute Zukunft haben, gerade auch die nahe Zukunft. Wir werden also das erste Mal das Finale hier in Großdöllen haben. Gleich als erste Strecke, als erstes Mal als Strecke dabei und dann auch gleich das Finale. Hast du die Umstellung von der vorher kleineren Klasse auch auf das doch jetzt ziemlich potente Auto geschafft? Also es war natürlich eine sehr krasse Umstellung. Ich denke, die härteste, die es gibt. Aber wie es sich so herausgestellt hat und so fühlt es sich auch an, ist das sehr positiv, denn ich komme mit dem Auto jetzt besser klar als damals mit dem Peugeot oder mit dem Suzuki. Das ist ja, waren ja Fronttriebler und ich fahre jetzt einen Hecktriebler und ich finde, dass mir das viel besser liegt. Vorhin gab es eine Situation, da wurde sehr intensiv über Strecke und Fahren und alles Mögliche gesprochen. Wie viel nimmt eigentlich eine Fahrerin oder ein Fahrer davon noch nachher mit auf die Strecke? Also ich habe diese Videoanalyse, die wir immer am Laptop machen, direkt nach den Rennen, die ist für mich sehr hilfreich, weil danach, da kann man sich selber einfach mal betrachten, was man selber für Fehler gemacht hat, wo man die Zeit liegen lässt und so weiter. Und man bekommt das nicht von anderen erzählt, also natürlich auch als Unterstützung, aber man sieht es selber auch, man sieht den Fehler selber ein und dabei kann man auf der Strecke auch tatsächlich noch viel mit anfangen. Was sind so die Pläne? Also ich habe ja mein Abi gerade erst vor 3 Wochen oder so die letzte Prüfung geschrieben und jetzt erst vor kurzem die Ergebnisse bekommen. Und es war schon relativ viel Stress und ja, es hat die Motorsportkarriere auch beeinträchtigt, der Stress natürlich zu der Zeit. Aber jetzt habe ich frei und jetzt wird sich auch deutlich mehr auf Rallycross konzentriert. Und das möchte ich jetzt ein Jahr beibehalten und nächstes Jahr zum April hin möchte ich studieren. Mit Slicks auf dieser Strecke, das ist doch ein Kompromiss. Ja, ganz genau. Also wir fahren mit geschnittenen Slicks, weichen Slicks und dadurch, dass sie geschnitten sind und wir Asphalt- und Schotterpassagen haben, ist es immer für uns ein Kompromiss. Jeder hat natürlich seine Geheimnisse, was den Luftdruck betrifft, aber wir wechseln eigentlich nur andere Reifen, wenn das Wetter schlecht ist. Was sagst du denn zu dieser neuen Strecke? Wie ist der Zustand? Was wäre eventuell zu verbessern? Ach, ich bin eigentlich ganz begeistert von der Rennstrecke, macht mir viel Spaß. Die Asphaltpassagen sind wirklich toll. Defizite gibt es noch im Schotterbereich, aber insgesamt habe ich einen sehr guten Eindruck. Der Veranstalter ist sehr bemüht und ich freue mich, dass wir hier fahren.
stark dafür eingesetzt, dass das hierher kam. Was war die Intention dabei? Ja, Rallycross in Deutschland ist noch ein bisschen sowas wie in Kinderfüßen und bis dato gab es nur eine Strecke bei Hamburg in Buxtehude und eine in Schlüchtern bei Frankfurt am Main. Und es ist halt gut, wenn es auch im Osten ist. Ich selber komme aus dem Osten und ich denke mal, das wird dem Rallycross-Sport gut tun, dass auch hier eine Strecke jetzt existiert, wo auch einheimische Fahrer teilnehmen können. Wie ist dann das Fazit der neuen Strecke? Ja, also für mich das Fazit, die Strecke macht Spaß, ist eine interessante Streckenführung. Sie ist neu, hat im Schotterbereich noch ein bisschen was zu verbessern. Der Schotter ist sehr lose, aber ich denke im Großen und Ganzen eine gute Sache. Ich kann immer noch in Führung, wird aber langsam, aber sicher wird. Kann man jetzt schon ein erstes Resümee für die neue Strecke ziehen? Also ich ziehe schon mal ein positives Resümee. Wir haben hier die Premiere im Driving Center in Großdölln für die DRX, für die Deutsche Rallycross-Meisterschaft. Grundsätzlich alles positiv, alles in die richtige Richtung und alles nach dem Motto Rallycross vorwärts in Berlin-Brandenburg und Rallycross nicht zurück. Die Deutsche Rallycross-Meisterschaft lebt weiter, besser, noch mehr, und zwar auch in Berlin-Brandenburg. Natürlich war es mein Bemühen, im Fachausschuss Offroad des Deutschen Motorsportbundes eine weitere Rennstrecke zu etablieren. Und genau diese Voraussetzungen, die dafür notwendig sind, hinsichtlich Sicherheit, hinsichtlich Nähe, hinsichtlich Infrastruktur, alles das traf auf Großdölln exakt zu. Thank you.
gehört habe, habt ihr ja noch ein ganz besonderes Schmankerl in der DRX bekommen und das, obwohl ihr Erstveranstalter wart. Ja, das Schmankerl bedeutet auch viel Arbeit, logischerweise. Wir haben ja heute jetzt hier den dritten Lauf zur DRX gemacht. Es gibt insgesamt 8 Läufe und der 8. Lauf ist der Endlauf. Der Endlauf wird hier im Oktober stattfinden im Driving Center Großdölln. Und der Letztveranstalter hat dann auch die Ehre, die Jahresfeier zu veranstalten und durchzuführen, was natürlich auch wieder viel Arbeit macht. Aber auch das werden wir noch meistern, wenn wir hier geschafft haben, aus dieser doch tollen Rundstrecke eine Rallycross-Strecke zu machen. Und werden wir es auch schaffen, noch eine tolle Feier auszustatten.